Ja, herzlich willkommen zu unserem Format Meet Your Prof, in dem ich, Josephine Neuhaus, mich treffe mit unterschiedlichen ProfessorInnen von unserem Fachbereich, um so ein paar Fragen zu stellen. Heute bin ich zu Gast bei Martin Koch. Herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Gerne. Fangen wir mal an mit Ihrem Studium, mit Ihrem eigenen Studium. Wo haben Sie studiert? Ich habe in Marburg studiert und ich bin ja Marburger. Das heißt, ich bin hier auch zur Schule gegangen und Marburg ist eine sehr schöne Stadt mit einer tollen Kneipenszene. Ich hatte hier viele Freunde und dann habe ich gedacht, ich muss ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich hier weggehe. Und bin natürlich einfach erstmal hier geblieben. Ah. Hatten Sie eine Lieblingskneipe zu Studienzeiten und gibt es die immer noch? Ja, die hatte ich. Oder zwei eigentlich. Die eine gibt es noch, das ist das Pegasus. Ist inzwischen oder ist immer noch Raucherkneipe, was natürlich in der heutigen Zeit gewöhnungsbedürftig ist. Aber früher war das ja so, dass man die Luft schneiden konnte in allen Kneipen. Die waren alle Raucherkneipen. Das zweite war das Slot. Das war so eine Diskothek oder Kneipe und Diskothek. Und das war vor allem sehr angenehm, wenn man hier, also in der Doktorandenzeit, konnte man hier lange arbeiten und dann ist man einfach darunter ins Slot gegangen noch zum Bierchen. Woran forschen Sie? Genau, Sie hatten ja gesagt, ich dürfte einen Gegenstand mitbringen, der ja, meine stimmt. Arbeit symbolisiert. Und das sollte jetzt keine Grafik sein, aber ich habe jetzt ein bisschen gemogelt. Ich habe einen Gegenstand mit einer Grafik, nämlich unseren Arbeitsgruppenpulli hier. Und darauf sieht man eben die Bandstruktur eines Halbleiters im K-Raum und man sieht von links kommend eine optische Anregung des Halbleiters und rechts dann eben die Emission, also die Rekombination im Halbleiter. Und die Arbeitsgruppe hieß früher Arbeitsgruppe Experimentelle Halbleiterphysik. Wir haben uns umgenannt in Halbleiterphotonik, also Halbleiter und Licht. Und ja, das machen wir immer noch. Früher waren das viele 3-5-Halbleiter. Jetzt geht das so in den Bereich der zweidimensionalen Halbleiter, die momentan sehr en vogue sind. Aber wir haben auch andere Themen. Ich war vorher 10 Jahre lang Professor für Elektrotechnik in Braunschweig zwischendurch mal. Und habe da angefangen mit Terahertz-Spektroskopie und Anwendungen. Das ist im Prinzip Spektroskopie mit unsichtbarem Licht. Auch da braucht man wieder Halbleiter für die Generation und Detektion dieser Terahertz-Wellen. Und seit einiger Zeit interessiert mich auch noch die spektroskopische Detektion von Mikroplastik, denn das ist auch etwas, was man mit Spektroskopie gut machen kann. Sie haben auch sehr viele Kooperationsprojekte immer gehabt. Was war für Sie das Spannendste oder das Spektakulärste? Also ich möchte mal so sagen, ein Highlight war sicherlich die Untersuchung einer mumifizierten Hand, 3000 Jahre alt, aus Ägypten. Und die war dann hier? Oder? Die war hier bei uns im Labor, okay, genau, und die haben wir uns angeschaut. Und mit Terahertz-Strahlung, also diese kann man Terahertz-Tomographie betreiben. Das ist im Prinzip sowas wie Ultraschall eben mit unsichtbarem Licht und man lernt etwas über die Schichten, die oberen Schichten. Sehr besonders tief kann man nicht eindringen, aber die oberen Schichten, da kann man verschiedene Schichten eben sichtbar machen. Also und auch unter die gehen. Oberfläche genau. gehen tatsächlich und sich angucken, was unter der Oberfläche ist. Und was daran so spannend war, ist, als wir angefangen haben mit der Terahertz-Spektroskopie, da war das also ein fester Aufbau auf einem optischen Tisch. Unheimlich sensitiv, bloß nicht dejustieren, ja. Und inzwischen ist das alles fasergekoppelt und daran hat auch unsere Arbeitsgruppe auch seinen Teil, den Teil dazu beigetragen, dass wir das inzwischen haben. Und inzwischen können wir so einen Terahertz-Messkopf mit Sender und Empfänger an einen Roboterarm schnallen. Ah, und mit dem Roboterarm konnten wir dann die Hand untersuchen, weil es da eben ganz wichtig ist, dass man immer einen konstanten Abstand zur Hand hat und auch immer senkrechten Einfall. Und das kann der Roboterarm dann eben bei nicht flachen Objekten letztlich abfahren. Das war also wirklich ein Highlight. Das ist wirklich was man nicht so erwartet irgendwie in der Physik. Es kam an mich eine Frage herangetragen. Ich habe ja auf Instagram irgendwie nach Fragen gesucht oder Leute gefragt, ob sie Fragen haben. Eine Frage, die da aufgekommen ist, wie sieht ein typischer Tagesablauf von Ihnen aus? Was macht man so den ganzen Tag als Professor? Ja, das fängt natürlich erstmal damit an, dass ich morgens meinen Kindern Frühstück mache und mithelfe, dass sie in die Schule gelangen. Danach verschnauft man erstmal kurz und dann fängt man an zu schauen, in der Regel E-Mails zu bearbeiten, Manuskripte zu schreiben, Paper zu lesen. Und es ist so, wenn ich hier in der Uni bin, habe ich immer den Impuls aufzuspringen und vielleicht in die Arbeitsgruppe zu rennen. Ja. Wenn ich wirklich in Ruhe und konzentriert was lesen will, dann gehe ich in eins der schönen Cafés. Setze mich dahin, da stört mich dann auch niemand im Prinzip.
Das heißt, man muss viel lesen, man muss viel schreiben, man muss viel diskutieren über Forschungsergebnisse, über das nächste Experiment. Sind die Daten gut, sind die Daten schlecht, muss man das Experiment nochmal machen. Und das macht man dann in loser Folge, so wie man gerade Termine hat, den ganzen Tag. Und dann kommt natürlich noch was dazu, das ist ein bisschen akademische Selbstverwaltung. Da sitze ich zum Beispiel im Senat, da hat man ab und an Senatssitzungen, manchmal hat man Fachbereichsratssitzungen oder muss andere Dinge organisieren und besprechen. Und das heißt, das ist ein bunter Mix und nie eintönig und das ist das, was Spaß macht. Wenn Sie an Ihre Studierendenzeit zurückdenken, sind Sie in die Mensa gegangen oder haben Sie selber gekocht? Ich bin in die Mensa gegangen. Wenn Sie sich völlig frei aussuchen dürften, mit wem Sie gerne mal ein Bier trinken würden, wen würden Sie gerne treffen und was würden Sie fragen? Ich glaube, ich würde ganz gerne den Kollegen Lesch treffen. Ich weiß nicht, ob er Bier trinkt. Ich habe das Gefühl, er ist eher Weintrinker. Aber der hat sich um Energie und so viel Gedanken gemacht, dass ich von ihm relativ effizient Informationen bekommen könnte. Okay. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er erzählt, unheimlich charmant. Ja. Das heißt also, er hat eine ganz wichtige Funktion, finde ich, bei uns in der Öffentlichkeit. Wenn Sie arbeiten, haben Sie Musik an oder ist Ruhe besser? Ich habe in der Regel Musik an, gerne Filmmusik, die so im Hintergrund läuft. Dann kann ich mich ganz gut konzentrieren. Und im Auto, klar, alles von 80er bis Rammstein. Okay. Was machen Sie, um sich von so einem stressigen Alltag irgendwie abzulenken? Och, dann gucke ich gerne mal eine Folge Star Trek. Was war das letzte Buch, was Sie in der Hand hatten? Oh, das war das Buch von dem Kollegen Latif. Das heißt Countdown und es geht natürlich um den Klimawandel und dass es wirklich kurz vor 12 ist. Okay, aus populärwissenschaftlicher, also ein populärwissenschaftliches Buch oder ist es ein wissenschaftliches Buch? Nein, oder das ist ein populärwissenschaftliches Buch, ohne viele Formeln natürlich. Okay, ja. Vielen Dank für Ihre Antworten. Es war sehr spannend, hier mal zu sein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Tschüss.